Dörne Holland. Dieser Name steht für 30 Jahre Erfahrung und Kompetenz im Aluminiumfahrzeugbau. Dörne, eine holländische Kleinstadt zwischen Venlo und Eindhoven, ist über die Autobahn A67 bequem zu erreichen. Alu-Kippauflieger und Anhänger bilden die Grundlage seines Erfolges. Alle Produkte werden im eigenen Betrieb entwickelt und auf Maß für jeden Kunden hergestellt. Mitte der 80er Jahre entwickelte Piet Knapen den selbsttragenden Aluminiumauflieger mit Schubboden und nannte ihn den Knapen Cargo Walk. Mit ca. 35 gut ausgebildeten und hochmotivierten Fachleuten stellt Piet Knapen jährlich ca. 100 Einheiten her, davon 1996 ca. 65 Cargo Walks. Jeder Aufbau oder Auflieger wird projektmäßig vorbereitet und produziert. Jede Ausführung und jedes Detail kann abgesprochen werden. Standardmäßig werden Cargo-Fluor-Aggregate eingebaut. Vorbild von Kundenwunschoptimierung. Cargo Walk Auflieger mit Aufnahme für Mitnehmgabelstapler und Auspuffheizung. Piet Knapen unterscheidet vier Typen: Standard, Alu-Leichtbau, Ultra-Alu-Leichtbau und Heavy Duty. Alle Stahlteile werden sandgestrahlt und feuerverzinkt. Fahrzeuge werden in Deutschland vom TÜV geprüft und sind danach zur Auslieferung bereit.
Das Leergewicht dieses 90 Kubikmeter Aufliegers mit Seitentüren beträgt komplett einsetzbar mit Nachlauflenkachse und Rollplane 9300 Kilogramm. Problemlos zu öffnende und schließende Seitentüren, sowohl leer als beladen. Im Torfhandel ist der Knappen Cargo Walk eine alltägliche Erscheinung. Mit diesem Auflieger werden Ladungen bis ca. 40 Tonnen transportiert. Und jetzt Palettenladen.
In circa 12 Minuten belädt man hier auf eine einfache Weise einen Auflieger voll mit palettierten Waren. Auch die Firma Fehring, Deutschlands größter Spänehandel, mit über 250 LKWs, bringt immer mehr den Cargowolk-Auflieger zum Einsatz beim Transport ihrer Produkte. Thank you.
Auch spezielle Projekte mit Schubbodeneinsatz werden von Piet Knaten geliefert, wie hier bei der Papierfabrik Perlen in Perlen in der Schweiz. Zuerst wurde, zusammen mit der Abteilung Engineering dieser Fabrik, das Problem erläutert, um dies danach mit Hilfe eines 14 Meter langen stationären Schubbodens zu lösen. Schubboden zieht gleichsam das angelieferte Abbruchholz aus dem Kippcontainer und dosiert auf diese Art die Anfuhr zur Verkleinerungsanlage. Die Vorteile? Keine Verstopfungen und der Einsatz eines Radladers mit Maschinist wird verkleinert. Probleme mit Materialbeförderung, dann sprechen Sie mit uns. Einige Beispiele von Piet Knaten Produkten, die in den letzten Monaten von 1995 abgeliefert wurden. Wird exportiert nach Belgien, Deutschland, Dänemark und der Schweiz.